Ja, kommen wir zum zweiten Teil. Rechnungswesen mit dem Element, was ich beim letzten Mal vorgestellt habe. Das wäre jetzt erstmal zunächst die wichtigsten Grundlagen und Begriffe halt klären müssen und dass wir deswegen hier diese Einführungssequenz Rechnungswesen haben. Das ist wieder wie üblich, kennen Sie aus meinen Foliensätzen, ist immer am Anfang, dass Sie eben solche Sachen nicht einfach weitergeben, weiterverwenden oder was weiß ich auch immer damit tun wollen dürfen. Und hier auch nochmal die allgemeinen Hinweise, die Sie auch schon kennen von mir. Es wird so sein, dass wir eben bei der Klausur das nicht ein auswendig lernen Geschichte wird, sondern eher anwendungsorientiert. Dafür auch die entsprechenden Übungsaufgaben im Verlauf des Ganzen oder auch die Übungen, die wir gemeinsam machen. Und durch unsere YouTube-Bereitstellung ist es eben auch kein Problem, wenn Sie mal krank sind oder irgendwas anderes dazwischen kommen sollte. Genau, was machen wir? Ich bin immer der Ansicht, man kann es sich immer viel einfacher vorstellen, wenn ich das Ganze versuche, immer an einem durchgängigen Beispiel zu erklären. Hier jetzt mal immer versuche am Beispiel einer Brauerei. Das hat nichts damit zu tun, dass ich Sie zum Alkoholtrinken animieren will, sondern es hat einfach damit zu tun, bei Getränken kann man sich immer relativ gut vorstellen, wie die Kombination von Produktionsfaktoren funktioniert, nämlich bei so einer Brauerei beispielsweise, wissen wir ja vom deutschen Reinheitsgebot, da haben wir dann Wasser und Hefe und ein paar andere Zusatzprodukte, die man dann zusammenmischt und am Ende kommt Bier raus. Das ist ein einfacher Produktionsprozess. Sie könnten sich das aber genauso gut auch für, keine Ahnung, Sekt vorstellen oder eben auch für eine Apfelschorle, wenn Sie jetzt, wenn wir jetzt von dem Bier mal weggehen würden. Aber Getränke sind halt eine relativ einfache Kombination von Produktionsfaktoren. Wenn wir jetzt über die Herstellung eines Autos sprechen würden, dann wäre das schon deutlich komplexer. Und dadurch versuche ich hier an diesem Beispiel eben durchgängig, gelingt mir nicht immer und überall, aber dieses Beispiel der Brauerei durchzuziehen, damit Sie immer wieder nachvollziehen können, was will der Professor Schmid uns eigentlich sagen. Grundsätzlich jetzt mal so zur Einordnung, ich übertreibe das auch nicht, um Ihnen das Ganze jetzt nur mal klar zu machen, worum geht es eigentlich, welche Begriffe verbergen sich denn dahinter und wie hängen auch nochmal schlussendlich unsere Vorlesungen ja zusammen. Hier sehen Sie es auch schon wieder, wir haben diesen gesamten Begriff Rechnungswesen, betriebliches Rechnungswesen, dann haben wir auf der einen Seite dieses externe Rechnungswesen, auf der anderen Seite das interne Rechnungswesen. Und hier haben wir diesen Bereich der Finanzbuchhaltung. Das habe ich in meinem letzten Video ja auch schon erläutert. Hier auch die entsprechende Vorlesung dann dazu, die dann nachfolgend kommt, eben nach dieser Einführungsvorlesung. Dann haben wir etwas zur Finanz- und Liquiditätsrechnung. Das sagt schon fast der Name. Eben da geht es darum, wirklich Geld, also liquide Mittel zu haben. Da bediene ich ein bisschen was aus dem externen Rechnungswesen, ein bisschen was aus dem internen Rechnungswesen. Wir haben die klassische Kosten- und Leistungsrechnung, also das interne Rechnungswesen. Und wir haben so etwas wie Investitionsrechnung. Auch das überschneidet sich so ein bisschen an der einen oder anderen Stelle eben auch mit weiteren Vorlesungen, die zumindest die Wirtschaftsinformatiker haben, wenn es um Investitionsrechnungsarten geht und so weiter. Diese Darstellung würden Sie jetzt, wenn Sie in ein Lehrbuch reinschauen, in unterschiedlicher Form sicherlich finden. Der eine ordnet es da ein bisschen zu, der andere ordnet es dazu. Wichtig jetzt, und deswegen gehe ich da auch im Detail gleich nochmal drauf ein, dass man grundsätzlich weiß, was sich dahinter eben verbirgt. Im Kern sollen Sie da auch nichts auswendig können, sondern Sie sollen verstanden haben, im ersten Schritt mal, was ist der Unterschied zwischen diesem externen und diesem internen, damit man das mal grundsätzlich verstanden hat, worum es eigentlich im Kern geht. Deswegen schauen wir uns das zunächst mal an und es leitet sich im Wesentlichen auch schon oder nachvollziehbarerweise fast aus diesem Begriff auch ab. Sie finden das auch im Ähnlichen im Englischen. Da wird aber hier oft von Cost Accounting gesprochen. Aber Sie finden die Begriffe sagen es eigentlich oder geben die Richtung vor, extern irgendwas nach außen, logischerweise intern irgendwas nach innen. Und deswegen geht es beim externen Rechnungswesen um eben finanzielle Beziehungen und die Erfassung der Geschäftsvorfälle, die ich beim letzten Mal erläutert habe,
mit dem Umsystem der Organisation. Wenn Sie den Begriff Umsystem noch nicht gehört haben, den sollten Sie sich mal merken. Umsystem wird nicht so häufig verwendet, der Begriff, aber er ist eigentlich ganz wichtig, wenn man es so ganz allgemein sprachlich mal erfasst, dann geht es einfach um das eigene System, die eigene Organisation und alles, was außerhalb dieser Systemgrenzen liegt, das wird als Umsystem bezeichnet. Und damit wird das eigentlich ganz gut erfasst, denn es geht um das System außerhalb der eigenen Organisation, zu denen ich aber Beziehungen pflege, wenn wir an Unternehmen denken beispielsweise. Wir haben Geschäftspartner, mit denen wir zu tun haben. Wir haben den Staat, der von uns Steuern verlangt beispielsweise, der uns aber vielleicht auch Subventionen gibt. Wir haben Lieferanten und so weiter und so weiter. Wir haben Kunden. Also es geht bei diesem externen Rechnungswesen um diese finanziellen Beziehungen mit dem Umsystem der Organisation. Und wenn wir über das interne Rechnungswesen reden, da reden wir immer über die Abbildung des wirtschaftlichen Geschehens im Betrieb. Und die von Ihnen, die jetzt BWL 1 hatten, sollten das auch wissen, was eigentlich Betrieb ausmacht. Betrieb ist immer der Ort der Kombination von Produktionsfaktoren. Das klingt jetzt so abgehoben, aber das ist jetzt genauso, wenn Sie sich das vorstellen in unserer Brauerei. Wo ist der Ort der Kombination von Produktionsfaktoren? Naja, typischerweise in der Brauerei, in der Halle sozusagen, wenn wir das Wasser zusammenkippen mit der Hefe und das Ganze aufkochen und da kommt hinten irgendwo Bier raus, das ist der Ort der Kombination von Produktionsfaktoren. Interessanterweise, oder wenn Sie darüber nachdenken, dürfte klar sein, dass aber dann auch zum Beispiel eine Verwaltung auch ein Ort der Kombination von Produktionsfaktoren ist. Wenn Sie beispielsweise einen neuen Pass beantragen, dann gehen Sie dahin und dann kombiniert die kommunale Verwaltung beispielsweise Ihren Antrag, füllt den aus. Wir haben die Arbeitskraft des Mitarbeiters aus der Verwaltung, der da tätig wird. Das heißt, auch das ist ein Ort der Kombination von Produktionsfaktoren. Bedeutet auch, selbst wenn wir eine ganz normale, reguläre Vorlesung hätten, ist das auch die Vorlesung selbst eine Kombination von Produktionsfaktoren. In dem Fall zum Beispiel der Infrastruktur, die in dem Seminarraum zur Verfügung steht, dann nehmen wir jetzt mal mich, meine Arbeitskraft, die da kombiniert wird, und dann kommt da was raus, nämlich in Form von Lehre. Und das ist das Produkt dieses Prozesses. Und insofern haben wir dort auch eine Kombination von Produktionsfaktoren. Das wird insofern ganz interessant, weil wir, und das Beispiel werde ich dann auch im Folgenden irgendwann nochmal bringen, man sich natürlich die Frage stellt, wo ist da die Grenze? Also wo ist es nicht mehr Betrieb? Und das ist eigentlich ein entscheidendes Merkmal der Abgrenzung. Was kommt hinterher eigentlich auch in die Kalkulation meines Produktes rein? Und was gehört dann nicht rein? Das grenzt man ab, das heißt auch unter anderem Abgrenzungsrechnung. Und das sehen wir in den folgenden Folien und in den folgenden Videos, was man da grundsätzlich abgrenzt, weil es einfach nicht in den Betrieb reingehört. Und da gibt es bestimmte Sachverhalte, auf die ich dann eingehe. Und das ist auch der Grund, warum diese Unterscheidung so wichtig ist, weil ich hier eben meine Produkte kalkuliere, meinen Produktpreis ermittle. Und damit natürlich auch, dass eine ganz, ganz wichtige Information für die Geschäftsleitung beispielsweise ist und für natürlich auch die Steuerung und die Aktionen im Markt natürlich sind. Die Frage steht beispielsweise dahinter, bis zu welchem Preis kann ich zum Beispiel wie weit kann ich den Preis senken, bis zu dem ich noch Gewinn erwirtschafte und so weiter, um beispielsweise auch Marktanteile zu gewinnen. Das heißt also hier geht es um den Ressourceneinsatz in meinem Produktionsprozess. Deswegen Abbildung des wirtschaftlichen Geschehens im Betrieb. Und hier alles, was ich nach außen über die Geschäftsvorfälle erfasse. Welche Merkmale unterscheidet das dann weiter? Hier ist klar, wir haben externe Adressaten. Ich hatte gerade schon vom Staat gesprochen. Der Staat stellt natürlich über diese Bilanzierungsregeln, die er ja auch aufstellt, sicher, dass die Unternehmen alle auf einer einheitlichen Basis beispielsweise bilanzieren müssen und damit klar auch vergleichbar ist die Bilanzen von Unternehmen. Damit natürlich auch das wirtschaftliche Agieren innerhalb der Volkswirtschaft sicherstellen, weil für alle die gleichen Regeln gelten und weil natürlich auch damit klar ist,
Ja, beispielsweise, wie viel Steuern das einzelne Unternehmen bezahlen muss, das richtet sich natürlich dann anhand des Gewinns, den ich im Rahmen der Bilanzaufstellung über die Gewinn- und Verlustrechnung auch ermittle oder auch den Verlust. Also hier geht es um das Regelwerk nach außen hin, damit sichergestellt ist, dass alles einheitlich vergleichbar und auf Basis des Rechts und Gesetzes auch abgerechnet, nachgewiesen und dargestellt wird. Und auf der anderen Seite haben wir hier, wenn Sie sich auf das, der Begriff sagt schon, internes Rechnungswesen, ich habe gerade das Beispiel genannt, wir wollen oder wir müssen die Preise kalkulieren, dann ist natürlich der Preis oder der Mindestpreis, den wir nehmen wollen oder den Gesamtpreis, den wir am Markt versuchen durchzusetzen, ein ganz klar internes Instrument, beziehungsweise das interne Adressaten, natürlich die Geschäftsführung, die über den Gewinn beispielsweise pro Stück natürlich auch den Gesamtgewinn des Unternehmens vorplanen kann. Und hier geht es also wirklich um die Steuerung der eigenen Organisation. Hier ist es immer in der Vergangenheitsbezogenung, das heißt, wenn ich einen Geschäftsvorfall, so wie ich das schon gezeigt habe, in die Organisation kommt, wir diese Rechnungen beispielsweise erfassen, dann liegt natürlich der Sachverhalt, dem das zugrunde liegt, in der Vergangenheit, weil beispielsweise ich vor 6 oder 8 Wochen was bestellt habe und jetzt kommt irgendwann die Rechnung ein paar Wochen später oder ein paar Tage später. Damit hat das Ganze einen Zeitbezug, der nach hinten orientiert ist. Gleiches gilt auch für das interne Rechnungswesen. Auch hier haben wir einen vergangenheitsorientierten Zeitbezug. Das liegt unter anderem daran, dass wir hier eben auch den Ressourceneinsatz erfassen im externen Rechnungswesen. Das hatte ich anhand der Folie, der Übersichtsfolie beim letzten Mal schon gezeigt. Und wir natürlich diesen Ressourcenverbrauch hier dann weiterverarbeiten und hieraus auch die Produktkalkulationen, ja nicht generieren, aber zumindest ableiten können ein Stück weit. Das heißt also, hier haben wir auch einen vergangenheitsbezogenen Zeitbezug. Das wird dann in der Vorlesung Controlling deutlich anders. Da geht es darum, auch in die Zukunft zu schauen, noch viel stärker oder auch zukünftige Entwicklungen zu antizipieren und das natürlich dann auch nutzenstiftend für die Organisation wirklich auch ja, nutzbar zu machen. Und ich versuche Ihnen dann in dem Teil der Rechnungswesen-Vorlesung zu zeigen, was das bedeutet und wie das geht. So, wir haben im externen Rechnungswesen, ich hatte es angesprochen, der Staat stellt da die entsprechenden Rahmenbedingungen zur Verfügung, beziehungsweise macht die Vorgaben. Das heißt, wir haben im externen Rechnungswesen ganz, ganz viele Vorschriften. HGB wäre jetzt Handelsgesetzbuch, US GAAP sind die Bilanzierungsvorschriften in den Vereinigten Staaten. Wir haben Steuergesetze und so weiter und so weiter. Das Ganze ist hier aber auch keine ja, Rechtsvorlesung. Deswegen, Sie sollen einfach nur mitnehmen, externes Rechnungswesen, ganz viele externe Vorschriften. Und es liegt schon fast nahe, nachdem, was ich gesagt habe, beim internen Rechnungswesen haben wir auch einen internen Adressaten. Wir kalkulieren beispielsweise den Preis oder die Kosten des Produktes und dann nehmen wir einen Preis. Aber da bin ich natürlich frei in dem, welchen Preis ich da nehme. Es sei denn, ich habe jetzt ein Monopol. Wir lassen jetzt mal ganze große Besonderheiten mal außen vor. Aber wenn wir jetzt ganz normal am Markt agieren, ein ganz normales Unternehmen sind, dann kann ich da kalkulieren, wie ich will. Da gibt es auch keine gesetzlichen Vorschriften. Das würde jetzt bei der Verwaltungsinformatik nicht ganz genau stimmen, weil da gibt es eben auch die Vorschriften unter anderem, dass kein Gewinn erwirtschaftet werden darf. Aber da würde ich jetzt im Detail auch mit Blick auf den Sachverhalt, dass wir im Moment keine Verwaltungsinformatiker klassischerweise dabei haben, auch verzichten wollen. So, kann ich damit die Organisation selbst steuern? Das ist hier die Frage. Kann ich hier eigentlich gar nicht. Also ich habe ja die externen Vorschriften und damit sind mir die Hände gebunden. Da kann ich nichts ableiten, was ich da selbst irgendwie entscheiden kann. Ich schränke das hier ein bisschen ein. Es gibt im Steuer- und Handelsrecht so ein paar Bewertungsspielräume. Da geht es beispielsweise um, wie hoch oder wie hoch ist der Wert meines Anlagevermögens. Also ich kann ein bisschen was bewerten. Ich kann auch vielleicht ein bisschen was, ja, wie soll ich sagen, vielleicht in ein anderes Jahr schieben oder sowas. Aber es ist nicht so, dass ich die Zahlen hier wirklich für die Steuerung der eigenen Organisation benutzen kann, sondern es ist wirklich ein externes Instrument,
Transparenz zu schaffen, aber auch natürlich Transparenz zu schaffen, wo stehen wir grundlegend beispielsweise bei dem Thema Gewinn oder Verlust. So, hier natürlich internes Rechnungswesen, ich habe es angesprochen, geht es ja genau um den Sachverhalt der Steuerung der eigenen Organisation. Wie ist die Lage? Wo stehen wir? Wie viel Gewinn haben wir vielleicht schon erwirtschaftet? Wie oft verkaufen sich meine Produkte? Hier ist genau das Thema eben der Steuerungsanspruch. Ja? Also dass ich beispielsweise, wenn ich ein guter Unternehmer bin und am Anfang des Jahres beispielsweise mal meine Bilanz oder meine Gewinnentwicklung auch plane, dass ich die unterjährig auch nachhalte und überprüfe, komme ich denn da hin oder komme ich denn da nicht hin? Auch hier weiteres Thema, beispielsweise mit Steuerungsanspruch. Wenn Sie sich jetzt überlegen, was wir ja auch in der Pandemie gesehen haben am Anfang, als diese riesen Maskennachfrage war, dann sind auf einmal die Preise explodiert. Da hat jemand, der einfach Masken produziert hat, natürlich schlau darüber nachgedacht und hat mal hier seinen internen Steuerungsanspruch wirklich zu Ende gedacht und hat gesagt, okay, der Markt will es, ich habe es, also erhöhe ich einfach die Preise, weil die Leute müssen es ja sowieso kaufen. Also Steuerungsanspruch verstanden und auch wahrgenommen natürlich an der Stelle. Und das passiert genau hier. Ja. Hier kann ich da gar nichts zu ändern. Hier erfasse ich dann hinterher, oh, ich darf jetzt nicht nur 1 Euro pro Maske verdienen, sondern 5. Das heißt, ich habe jetzt hier im externen Rechnungswesen den 5-fachen des Umsatzes generiert für eine Maske. Das wirkt sich dann natürlich überall aus, im Gewinn, Verlust und so weiter. Aber der Steuerungsanspruch oder die Kalkulation, die dann rausging in den Markt und an die Kunden, diese Inhalte, die werden natürlich hier erzeugt, generiert und entschieden und nicht hier. Bei diesem ganzen Thema geht es um natürlich die gesamte Organisation. Wir haben eine Bilanz typischerweise für ein Unternehmen. Jetzt gibt es da natürlich auch wieder so Holdingstrukturen und keine Ahnung was, aber auch darauf will ich jetzt hier im Detail verzichten. Grundsätzlich gilt halt, wir haben hier für das externe Rechnungswesen ein System, in dem ich halt alle relevanten Geschäftsvorfälle, die zu diesem Unternehmen oder zu dieser Organisation gehören, auch entsprechend abbilde. Und bei dem internen Rechnungswesen, ich hatte es schon gesagt, geht es immer um den Betrieb, also das einzelne Betrachtungsobjekt, dort, wo ich die Kombination von Produktionsfaktoren habe. Und wir werden im Weiteren auch sehen, was es da eben auch für Unterschiede gibt. Was hier enthalten ist, muss nicht alles ausschließlich hier enthalten sein. Das hat ganz spezifische Gründe. Deswegen hier immer die gesamte Organisation, hier der Betrieb, also der Ort der Kombination der Produktionsfaktoren. Was kommt raus? Also was ist das Rechnungsergebnis an der Stelle? Wir haben hier auch die Begriffe auch schon aus dem externen Rechnungswesen. Aufwand minus Ertrag ist das Unternehmensergebnis. Und wir haben auf der anderen Seite beim internen Rechnungswesen ein Rechnungsergebnis, was eben lautet Erlöse minus Kosten gleich Betriebsergebnis. Und es ist natürlich kein Zufall, dass diese Begriffe zwischen Erlöse und Ertrag und Kosten und Aufwand sich unterscheiden, weil sonst bräuchten wir ja keine Unterscheidung. Da könnten Sie jetzt auch ganz viele Bücher zu Rate ziehen, was da die Unterschiede sind, brauchen Sie im Moment noch nicht. Man kann das relativ, also das ist jetzt sehr, sehr flapsig gesagt. Es gibt halt einen Großteil des Aufwandes sind mit Sicherheit auch Kosten. Sie können aber auch mehr Kosten haben als Aufwand, auch das ist denkbar. Und ein Großteil der Erlöse ist sicherlich auch Ertrag. Aber auch da kann es Unterschiede geben. Welche zeige ich Ihnen an konkreten Beispielen? Auch da könnten Sie natürlich jetzt irgendwie allein 2 Jahre Vorlesungen zuhören zu diesen Unterscheidungen. Das wird Sie nicht interessieren und deswegen sehe ich auch davon ab. Was sollen Sie also mitnehmen? Hier externes Rechnungswesen, externer Adressat, staatliche Vorgaben, internes Rechnungswesen, grundsätzlich keine Vorgaben, interne Adressaten. Hier kalkulieren wir für uns intern und hier führen wir einen Nachweis für externe Partner und natürlich auch die Finanzbehörden am Ende des Tages. So, hier jetzt nochmal ein konkretes Beispiel. Ich hatte gerade gesagt, wir haben hier das Rechnungsergebnis Erlöse minus Kosten ist für den Betrieb, also für dieses Betriebsergebnis. Ja. Und
Jetzt geht es nämlich genau um folgenden Sachverhalt. Ich habe jetzt hier mal ein echtes Beispiel genommen. Diese ganzen Bierbrauereien sind typischerweise große Konzerne mit ganz vielen Marken. Und ich habe jetzt hier mal die Radeberger Gruppe genommen. Und da sehen Sie schon, was da alles dazugehört, nämlich Allgäuer, das kennt man jetzt nicht vielleicht so gut, aber Berliner Kindl kennt man, Clausthal Alkoholfrei kennt man, Domkölsch kennt man, Freiberger vielleicht und so weiter, Jever gehört dazu. Also sehen schon auch ganz unterschiedliche Arten von Bier, nämlich Kölsch, ja, oder hier eben Allgäuer. Und wenn wir uns das Ganze betrachten, deswegen steht hier drüber externes und internes Rechnungswesen. Wenn die Radeberger Gruppe natürlich ihr Gesamtbetriebsergebnis ihrer Bilanz haben will, dann muss sie natürlich alle diese Marken mitverarbeiten sozusagen. Aber wir sind uns doch, glaube ich, einig, wenn wir jetzt an den Markt treten wollen, haben wir unterschiedliche Anforderungen auch an die Preisgestaltung, beispielsweise zwischen einem Jever oder einem Kölsch oder einem Schöfferhofer Hefeweizen, was beispielsweise, wer sich damit jetzt so ein bisschen auskennt, jetzt auch etwas hochpreisiger beispielsweise ist, dass hier oder andere Marken wie beispielsweise Rostocker sind eher so lokale Marken, da können Sie wahrscheinlich nicht so einen hohen Preis nehmen, behaupte ich jetzt mal. Der Berliner Biermarkt sind wir auch. Berlin ist arm, aber sexy, hieß es ja immer so schön. Aber mit hohen Preisen kommen Sie sicherlich am Berliner Markt auch nicht so einfach durch. Also, allein wenn man darüber nachdenkt, ohne jetzt Getränkemanager oder Biermanager sein zu müssen, dürfte klar sein, dass wir trotz dessen, dass alle diese Biersorten zur Radeberger Gruppe gehören, wir mit Sicherheit durch diese lokalen Bezüge und auch, also lokalen Marktbezüge, Zusammenhänge und auch welches Produkt ich bundesweit anbiete, ganz unterschiedliche Anforderungen erstens an die Preisgestaltung selbst haben, also welchen Preis können wir durchsetzen und zweitens natürlich ganz andere Kostenstrukturen haben. Also ich bin jetzt auch kein Brauexperte, aber die Kölschbiere haben normalerweise einen etwas höheren Wasseranteil. Das heißt also auch die Kombination der Produktionsfaktoren des einzelnen Produktes ist unterschiedlich. Was natürlich bedingt, dass wir auch völlig andere Kostenstrukturen haben und hinterher natürlich damit auch andere Anforderungen an die Preisgestaltung wieder. Das heißt, wenn man jetzt weiter darüber nachdenkt, dürfte klar sein, wenn wir eine Gesamtbilanz haben wollen für die Radeberger Gruppe, dann brauchen wir alles zusammen. Wenn wir aber unsere einzelnen Marken richtig steuern wollen, dann brauchen wir mit Sicherheit Kalkulationen für jedes einzelne Produkt, weil sie eben auch unterschiedliche Konstellationen haben, was die Kombination der Produktionsfaktoren einfach betrifft. So, und das ist genauso ein Punkt für externes und internes Rechnungswesen. Ich hatte es gerade schon angesprochen. Wir haben hier, und das ist immer so der Gedanke dabei, wir haben jetzt hier unsere Gesamt-Radeberger Brauerei sozusagen, die hier als Holding oder als Gesellschaft agiert. Und hier hätten wir eben die erste Marke, die zweite Marke, die dritte Marke und so weiter. Und was man dann macht, und das ist auch der richtige Begriff dazu, man ermittelt eben ein Ergebnis des Betriebes. Deswegen ist das immer das Betriebsergebnis für beispielsweise diese einzelnen Marken, die Sie hier sehen. Das heißt, hier wäre Betriebsergebnis 1, Betriebsergebnis 2, Betriebsergebnis 3 und so weiter. Hier die Gesamt-Radeberger Holding und alles zusammen, ja, ergibt dann die Gewinn- und Verlustrechnung und die Bilanz der Radeberger Gruppe. Aber, und das ist jetzt der wichtige Punkt, ich hoffe, Sie haben verstanden oder das sollten Sie mitnehmen, dass wir dann aber hier ein einzelnes Betriebsergebnis haben für die jeweilige Marke. Das kann, wenn wir das jetzt mal übertragen, auch auf die Automobilindustrie, auch sein, dass wir hier die einzelnen Produkte haben. Also hier den VW Golf, VW Passat und so weiter mit einem eigenen Ergebnis, logischerweise, damit man weiß, welches Produkt eigentlich gut läuft, welches nicht so gut läuft, wo müssen wir anders kalkulieren, wo müssen wir vielleicht auch Material sparen. Und so weiter und so weiter. Also ich brauche immer diese Perspektive auf den Ort der Kombination der Produktionsfaktoren für einen Produktbereich, Sparte, wie auch immer. Das brauche ich für die interne Kalkulation oder dann am Ende auch für die Kalkulation am Markt. Und wir brauchen aber auch ein Gesamtergebnis, nämlich die Gewinn- und Verlustrechnung und die Bilanz
so wie Sie sich bei VW auch vorstellen können, da gibt es auch dann eine Bilanz bei diesem riesigen Konzern mit über 500.000 Mitarbeitern weltweit. Da gibt es auch eine Konzernbilanz am Ende. Und natürlich ist klar, dass man die Produkte unterschiedlich kalkulieren muss. Und da sind eben auch die Aufgaben, internes Rechnungswesen, eben diese Kalkulationsaufgaben, diese Zuordnung von Kostenaufgaben und hier im externen Rechnungswesen eben die Gesamtbilanz über alles. So, jetzt gucken wir nochmal auf dieses Bild, was ich Ihnen schon erklärt hatte, war jetzt hier diese Unterscheidung externes Rechnungswesen, internes Rechnungswesen. Über Finanzbuchhaltung habe ich schon gesprochen gehabt, nämlich externes Rechnungswesen hier im Kern. Dann hatten wir internes Rechnungswesen ist eben im Kern diese Kosten- und Leistungsrechnung. Und diese zwei Bubbles hier sind noch über. Das eine ist eben die Investitionsrechnung und das andere die Finanz- und Liquiditätsrechnung. Also, was heißt eigentlich liquide? Also, das bedeutet einfach finanziell flüssig zu sein. Das bedeutet genauso wie bei Ihnen privat ja auch, wenn Sie in Ihrer Hosentasche kein Geld mehr haben und wollen in die Mensa gehen, dann kriegen Sie halt auch nichts mehr zu essen. Punkt. Und finanziell flüssig oder liquide heißt, dass Sie zumindest noch die paar Cent bzw. Euro im Portemonnaie haben, um sich dann noch ein Brötchen zu kaufen oder wie vielleicht bei ein paar anderen verzichten Sie lieber auf das Brötchen und kaufen sich noch eine Schachtel Zigaretten. Was ist damit gemeint? Natürlich, dass diese Finanzmittel vorhanden sind, um Verpflichtungen, die jetzt ganz konkret eintreten, deswegen termingerecht wirklich auch bezahlen zu können. Das ist einfach erklärt. Wie gesagt, wenn Sie am Ende des Monats kein Geld mehr haben und die Miete noch bezahlen müssen, dann könnte das unangenehm werden. Wenn Sie am Ende des Monats oder am Anfang des Monats kein Geld mehr haben, um ja, sich eine Fahrkarte kaufen zu können oder Ihr Auto zu betanken, dann haben Sie ein kleines logistisches Problem und so weiter und so weiter. Das heißt, darum geht es im Kern. Diese Finanz- und Liquiditätsrechnung ist in der Praxis gar nicht so einfach, wie sich das, wie das so klingt. Ich meine, klar, wenn wir ins Portemonnaie bei uns gucken, dann wissen wir, wie viel Geld wir noch haben. Nur, jetzt müssen Sie sich vorstellen, Sie haben einen Konzern wie VW, da ist das Portemonnaie, in das Sie reingucken, ein bisschen größer. Und da gibt es ganz viele, die von Ihnen aber auch was wollen. Also diese Finanz- und Liquiditätsrechnung ist eben nicht ganz einfach so profan. Dafür gibt es auch eigene Begriffe, die Sie teilweise mit Sicherheit auch schon gehört haben. Es gibt so etwas wie Cashflow-Betrachtung, also wirklich der Cash, der noch verfügbar ist, also wie viel Geld wirklich physisch überbleibt. Oder die Cashflow-Betrachtung, wenn man jetzt eine deutsche Übersetzung sind, ist zum Beispiel die Kapitalflussrechnung. Das bedeutet, Sie können anhand der einzelnen Positionen in der Bilanz und in der Gewinn- und Verlustrechnung diese, wie viel Geld bleibt am Ende tatsächlich über oder fehlt uns, wenn wir das finanzieren müssten, können Sie dann durchführen, so eine Kapitalflussrechnung oder eine Cashflow-Betrachtung. Die ist aber, wie gesagt, nicht ganz so profan. Wir verzichten da auch im Wesentlichen drauf. Das trifft jetzt mit Sicherheit, wenn Sie reine BWL studieren würden, dann dürften sich damit ganz lustigerweise beschäftigen. Das hier bedingt allerdings auch, dass Sie sich in Bilanzierung ziemlich gut auskennen. Und das können wir mit den drei Veranstaltungen zu KLR, externem Rechnungswesen und Controlling einfach so gar nicht leisten. Dann auf der anderen Seite haben wir noch diese Investitionsrechnung. Auch das, glaube ich, ist naheliegend oder nachvollziehbar. Wir haben die Ermittlung der Vorteilhaftigkeit einer Investitionsentscheidung. Also ein Unternehmer muss sich beispielsweise entscheiden, wenn wir jetzt wieder am Beispiel der Brauerei bleiben, investiere ich in eine neue Abfüllanlage, damit die Flaschen beispielsweise schneller verkauft werden können, oder schneller befüllt werden können, Entschuldigung, oder investiere ich in einen neuen LKW, damit die abgefüllten Flaschen schneller beim Endkunden landen. Und dafür gibt es dann entsprechende Methoden, wie man das Ganze ermitteln kann. Auch das werden wir im Rahmen dieser Vorlesung nicht machen. Meines Wissens haben die Wirtschaftsinformatiker da aber auch in BWL, keine Ahnung, drei oder sowas, ich weiß es nicht, auch einen eigenen Slot zu diesem ganzen Thema. Und da sind so die Stichworte eben auch Kapitalwertanalysen oder Kosten. Das soll nicht Nutten oder Nuten heißen, fällt mir gerade auf, das soll Kosten-Nutzen-Analysen heißen. Weil es gibt eben nicht nur harte Kennzahlen, sondern es gibt natürlich auch qualitative Unterscheidungen von Investitionsentscheidungen, die eben ganz wichtig sind,
Wenn Sie beispielsweise auch auf die Straßen gucken oder auf die Autobahnen gucken, dann gibt es einen sogenannten beispielsweise Bundesverkehrswegeplan. Da sind genau die Kosten und Nutzen einzelner, ja, welche Straßen bauen wir und welche Straßen erneuern wir. Das ist alles mit Kosten-Nutzen-Analysen hinterlegt, damit der Staat dann eben ganz genau und transparent weiß, wo ist für ihn eben der größte Nutzen und für den Bürger der größte Nutzen und deswegen auch welche Prioritäten werden in den ganzen Kontext gesetzt. Das mal zu diesem gesamten Zusammenhangsbild, was das eigentlich alles für Elemente sind. Wie gesagt, das sollten Sie mal so grundsätzlich verstanden haben. Ja, gerade hier den Unterschied. Und auch ich bin auch der Ansicht, die Begriffe sind ja fast auch für sich sprechend, ja, dass man sich das eigentlich auch ganz gut merken kann. So, machen wir nochmal ein Beispiel für diese gerade von mir genannten Inhalte. Also wir haben hier bei der Finanzbuchhaltung, wenn wir wieder bei der Brauerei bleiben, eben ganz normale laufende Geschäftsvorfälle, wie beispielsweise, was müssen wir einkaufen? Wir kaufen natürlich Wasser ein für die Produktion des Bieres. Wir haben Malz, was wir brauchen. Wir haben Hefe und wahrscheinlich auch noch verschiedene weitere Produktionsfaktoren, wie beispielsweise, ich brauche Mitarbeiter, also Personalressourcen, ich brauche ein Gebäude, ich brauche Strom und so weiter und so weiter. Und dann eben auch der Begriff, die meisten werden ihn schon gehört haben, Fakturierung des verkauften Bieres. Das heißt also, ich verkaufe natürlich auch. Was Fakturierung heißt, habe ich Ihnen hier unten nochmal hingeschrieben. Faktura steht eben für Rechnung. Und da geht es eben um den Rechnungserstellungsprozess gegenüber den Kunden, die dann mein Bier abkaufen. Entweder der Handel bei einer Brauerei oder die Gaststätten selber, die dann von mir beziehen und so weiter. So, dann haben wir über die Finanz- und Liquiditätsrechnung, habe ich gerade gesprochen. Da geht es natürlich jetzt in unserer Brauerei konkret darum, dass wenn jetzt ich diese Rechnung für Wasser, Malz und Hefe bekommen habe, dass wenn die dann fällig ist, die ist nicht gleich sofort fällig, das ist also meistens anders, als wenn Sie zum Bäcker gehen und das Brötchen nur gegen die 2,20 € kriegen. Sie haben meistens Zahlungsziele, auf die wir nochmal eingehen werden. Dann muss zu dem fälligen Zahlungsziel, also wenn wir spätestens zurückzahlen müssen, müssen dann natürlich alle diese noch vorhandenen Rechnungen bezahlt werden können. Und das ist eben der Grund, warum hier steht, Sicherstellung der finanziellen Verpflichtungen, dass wir diesen nachkommen können, immer genau dann, wenn wir etwas bezahlen müssen. So, bei der Kosten- und Leistungsrechnung, klar, habe ich angesprochen, Kalkulation der Produktpreise. Wie viel muss denn nun das Bier am Ende des Tages kosten? Und wie viel kann das Bier denn eigentlich auch kosten? Weil interessanterweise ist ja auch die Frage, welches Produkt bringe ich auf den Markt und wie hoch ist der Preis der anderen? Wir sind uns, glaube ich, einig, wenn wir jetzt ein ganz normales Bier halt im Angebot haben und auf dem Markt eben alle, sagen wir mal, pro Flasche zwischen 1 Euro und 1,20 € liegen, nur mal um eine Größenordnung zu nennen, und wir kalkulieren dann 2,40 €, dann könnte das theoretisch gut gehen, aber bei so einem Massenprodukt wie, sage ich mal, Getränken, das könnte jetzt auch Mineralwasser sein, dann dürfte klar sein, dass der Preis, dass wir den durchsetzen, doch relativ herausfordernd zumindest ist. In dem Zusammenhang eben auch, denken Sie oder Sie können sich das schön vorstellen, wenn Sie an Wasser beispielsweise denken, Wasser, also Mineralwasser ist ja auch ein relativ einfaches Produkt logischerweise. Und da gibt es aber erhebliche Preisunterschiede. Und das können Sie aber auch daran erkennen, da wird da viel mit Marke gearbeitet oder eben ganz günstig, wenn Sie die ganz normalen großen Ketten nehmen, wie Aldi, Lidl, Edeka, die haben alle ihre eigenen Marken. Da wird das Wasser produziert einfach für den bewussten Preiskäufer, der wirklich nur möglichst wenig Geld ausgeben will. Wohingegen es eben auch ganz teure und bekannte Marken für Wasser einfach auch gibt, die dann eben, keine Ahnung, ob die jetzt gesünder sind, ich weiß es nicht. Jedenfalls ist ihr Image anders und insofern können Sie da auch erkennen, dass selbst bei Produkten, die, sage ich mal, wie soll ich das sagen, ja, ja, keine großen Unterschiede eigentlich haben. Wasser ist für mich ein bisschen wie Wasser. Auch da kann es aber erhebliche Preisunterschiede geben. Ja, und das hat man dann mit Sicherheit bei
den sag ich mal, teuren Wassern, die vielleicht dann auch weiterhin auf eine Glasflasche setzen. Durch die Glasflasche ist natürlich auch der Transport teurer, weil in den PET-Flaschen können sie natürlich viel mehr auf den LKW packen vom Gewicht her. Hat das natürlich auch bestimmte Gründe, warum die Preise dann unterschiedlich sind. Und schlussendlich natürlich auch Investitionsentscheidungen. Ich habe es angesprochen, lohnt sich jetzt eine neue Abfüllanlage oder lohnt sich eben keine neue Abfüllanlage beispielsweise? Was lohnt sich grundsätzlich betriebswirtschaftlich oder was lohnt sich eben nicht? Vor welcher Investitionsentscheidung stehe ich da gerade? Oder wenn Sie jetzt ganz konkret wieder an Brauereien denken, dann können Sie natürlich relativ gut erkennen, dass Sie in den letzten 20, 30 Jahren ja eine ganz klare Entwicklung abzusehen war, dass die reine, sage ich mal, Bierproduktion zugunsten von, ich sage jetzt mal, Leitbieren, alkoholfreiem oder Mixgetränken abgenommen hat. Das heißt also, auch da hat man investiert in neue Produkte, weil eben dieser klassische Bierdurst in der Form jedenfalls in der Gesellschaft nicht mehr vorhanden ist. Auch da wieder das Thema, die Menschen werden ja auch älter, ja, und da ist natürlich auch ein gesellschaftlicher Einfluss, der natürlich das Konsumverhalten an der Stelle auch beeinflusst und berücksichtigt werden muss. Genau, jetzt kommen wir mal zu einem paar wichtigen Begriffen. Dieser erste hier ist, glaube ich, relativ einfach. Da geht es wirklich um Einzahlung und Auszahlung. Und was das bedeutet, steht auch ganz oben schon, nämlich der Zufluss und Abfluss von Zahlungsmitteln, Geld, Bargeld und Sichtguthaben, also Bankguthaben, für die keine Laufzeit oder Kündigungsfrist existiert. Das heißt quasi wie bei Ihnen so ein Girokonto, wenn man das mal so, das ist ja wirklich Sichtguthaben, nämlich Bankguthaben, für die keine Laufzeit oder Kündigungsfrist existiert. Und da geht es ganz einfach und deswegen glaube ich, müssen wir da nicht zu tief einsteigen. Bei einem Barverkauf in der Brauerei, kennen Sie das? Die meisten Brauereien haben so einen kleinen angeschlossenen Laden, wo sie Produkte auch persönlich erstehen können. Und da wird natürlich dann verkauft Bier gegen Bargeld. Das wäre ein Barverkauf. Ich glaube, das ist ganz gut nachvollziehbar. Bareinkauf genau andersrum. Wenn wir jetzt eine Mitarbeiterin beispielsweise haben, die ein Jubiläum hat, dann wird zum Beispiel der Azubi losgeschickt, kauf mal beim Floristen um die Ecke einen Strauß Blumen. Den kriegt er natürlich auch nur, wenn er Bargeld auf den Tisch legt, also etwas kauft in dem Fall. Und deswegen Bareinkäufe. Ich denke, das ist auch gut nachvollziehbar. Dann haben wir die Barvorauszahlung. So eine Brauerei liefert ja typischerweise auch an unterschiedliche Gaststätten, beziehungsweise hat ganz viele Gaststätten auch unter einem Vertrag, also die kaufen sich da ein, typischerweise so Brauereien. Und jetzt war so ein Wirt schon immer mehr mal insolvent, also konnte seine Rechnung nicht bezahlen. Was macht dann die Brauerei logischerweise? Der muss erstmal bezahlen, im Voraus bar bezahlen, dass er überhaupt noch beliefert wird. Dann haben wir also eine bare Vorauszahlung des Wirtes an uns. Und was es auch noch gibt, was aber ich nicht weiter behandeln möchte, weil das einfach nur unter der Konstellation der Fall ist, dass die Brauerei im Eigentum einer einzelnen Person oder einer Familie beispielsweise existiert. Und dieser Brauerei geht es eben nicht gut. Und der Eigentümer füllt eben diese Kasse mit eigenem Geld. Mitteln auf oder nimmt diese raus, dann haben wir eben eine Bareinlage oder Barentnahme. Aber wie gesagt, den Fall, ja, das trifft eben nur spezielle Zusammenhänge und Sie in der Wirtschaftsinformatik oder in der angewandten Mathematik werden typischerweise nicht in solchen Unternehmen tätig werden, sondern meistens ja in etwas größeren Einheiten, die eben nicht unbedingt Eigentümer geführt sind. Also das zu diesem Begriff Einzahlung, Auszahlung, das ist jetzt relativ einfach. Jetzt wird es ein bisschen komplizierter, auch nicht super kompliziert. Was es ist, steht hier auch schon wieder, nämlich Einnahmen und Ausgaben. Die meisten, da bin ich mir ziemlich sicher, hätten Einzahlung und Auszahlung und Einnahmen und Ausgaben als Begriffe oder verwenden die bisher immer synonym, obwohl sie wirklich im Kern zu unterscheiden sind. Und das ist auch deswegen so wichtig, das werden Sie im weiteren Verlauf der Vorlesung auch sehen, weil wir mit diesen Begriffen immer wieder zusammenarbeiten. Was man sich als erstes hier jetzt merken muss, also wir haben eine Erhöhung oder Verminderung des Geldvermögens, das sind die Einnahmen und Ausgaben. Wie rechnet sich das Ganze? Wir haben also einen Zahlungsmittelbestand,
zuzüglich Forderungen. Was sind Forderungen? Forderungen sind, dass wir von einem anderen etwas fordern, weil der uns noch Geld schuldet. Und dann abzüglich der Verbindlichkeiten bedeutet, wir schulden anderen noch Geld. Und dann kommen wir zu dem Geldvermögen. Also das, was haben wir an Geld? Was schulden uns noch andere? Was schulden wir Fremden? Dann kommen wir hier zum Geldvermögen. Und wenn wir die beiden Begriffe dann aufteilen, bedeutet das Zahlungsmittelzufluss plus Erhöhung der Forderungen plus Verminderung der Schulden gleich Einnahmen. Und wenn wir hier haben bei den Ausgaben Zahlungsmittelabfluss plus Verminderung der Forderungen plus Erhöhung der Schulden, dann haben wir die Ausgaben. Das klingt jetzt so theoretisch und deswegen will ich Ihnen an einem ganz kurzen Beispiel auch mal zeigen, dann wird es einfacher zum Verstehen. Also wir haben jetzt wieder die Brauerei und unsere Brauerei hat der Einfachheit halber mal einen Kassenbestand in Höhe von 10.000 Euro. Wir haben auch Forderungen, also andere schulden uns 8.000 Euro und wir haben Verbindlichkeiten, also wir schulden anderen etwas in Höhe von 7.000 Euro, bedeutet 10.000 plus 8.000 minus 7.000 gleich 11.000. GV steht für Geldvermögen, ja, immer schön merken. Und das sehen Sie auch hier oben, Zahlungsmittelbestand plus Forderung minus Verbindlichkeiten gleich Geldvermögen. Dann schauen wir uns mal Beispiele an. Also wir verkaufen jetzt Bier auf Ziel in Höhe von 3.000 Euro. Das heißt Ziel, was heißt jetzt auf Ziel? Ein Teil von Ihnen wird es schon wissen. Ziel heißt immer auf ein Zahlungsziel. Denn wie vorhin kurz angedeutet, im Geschäftsleben ist es mitnichten so, dass Sie unmittelbar irgendwo hinfahren mit einem Geldkoffer und einer Maschine für 3 Millionen Euro und 3 Millionen Euro in bar bezahlen. Sondern in der Regel, also ich kann jetzt keine Prozentzahl nennen, das hängt auch ein bisschen von der Branche ab, verkaufen Sie immer etwas auf Ziel oder kaufen auf Ziel etwas ein. Das heißt also, wenn Sie einen langjährigen Geschäftspartner beispielsweise haben, der stellt uns jetzt in der Brauerei, beispielsweise der Malzlieferant, immer wieder Malz zur Verfügung, dann haben wir bestimmt so ein Zahlungsziel, also der liefert immer fleißig und innerhalb von 3 Wochen oder so muss das bezahlt werden. Und dann haben wir in dieser Zeit oder in diesem Zeitspanne der 3 Wochen können wir dann die Rechnung bezahlen. Das heißt, dann haben wir ein Zahlungsziel in Anspruch genommen. Hier ist es genau umgekehrt. Wir verkaufen Bier auf ein Zahlungsziel. Das heißt also, wir schicken die Rechnung raus und sagen unserem Kunden, dem Wirt beispielsweise, bitte zahle innerhalb von x Wochen 3.000 Euro. Was passiert dann? Also was heißt das jetzt konkret? Das hier wäre sogar schon der Buchungssatz, da will ich jetzt nicht vorgreifen. Ich habe ihn jetzt hier der Vollständigkeit halber mal mit aufgenommen. Das lernen wir dann noch im externen Rechnungswesen. Aber was heißt das? Also auf jeden Fall, der Buchungssatz wird jetzt lauten Forderung an Umsatzerlöse. Aber was wir beim Zahlungsmittelbestand ja sehen, das dürfte klar sein. Der Zahlungsmittelbestand verändert sich nicht, weil wir das Geld ja noch nicht haben. Unsere Forderung gegenüber anderen steigen um diese 3.000 Euro, macht aus 8.000 Euro 11.000 Euro und unsere Verbindlichkeiten, unsere Schulden haben sich auch nicht verändert. Heißt also 10 plus 11 minus 7 macht 14, also 3.000 Geldvermögen mehr als vorher, nämlich diese 3.000 Euro, die als Forderung durch den Verkauf des Bieres hinzugekommen sind. Zweiter Fall. Wir bezahlen einen Kredit zurück in Höhe von 2.000 Euro, beispielsweise an die Bank. Was heißt das jetzt? Also da wäre auch der Buchungssatz Verbindlichkeiten an Bank. Aber das, wie gesagt, schauen wir uns im externen Rechnungswesen an. Was aber klar ist doch, dass unser Bankkonto abnimmt oder unser Kassenbestand abnimmt und unsere Verbindlichkeiten auch abnehmen. Und das würde jetzt ganz konkret bedeuten, wir haben jetzt hier 2.000 Euro weniger, nämlich von 10.000 Euro auf 8.000 Euro, weil wir ja den Kredit bezahlt haben. An unseren Forderungen ändert sich nichts, deswegen hier weiterhin die 11.000. Und unsere Verbindlichkeiten nehmen ab, weil wir haben ja 2.000 Euro jetzt von unseren Schulden gezahlt. Bedeutet, wir kommen von den 7.000 ursprünglich jetzt minus 2 macht 5.000. Das heißt also hier haben wir immer noch 14.000, weil wir sowohl Verbindlichkeiten abgebaut haben, als auch unseren Zahlungsmittelbestand entsprechend abgebaut haben.
So. Ein Schuldner bezahlt seine Schulden gegenüber der Brauerei in Höhe von 6.000 Euro in bar zurück. Da dürfte auch klar sein, was passiert. Unsere Kassenbestand nimmt natürlich zu und unsere Forderungen nehmen natürlich entsprechend ab. Und das sehen wir jetzt hier auch. Wir haben jetzt hier 6.000 Euro zahlt der. Das heißt also, wir haben entsprechend 6.000 mehr als vorher. Das heißt, 8.000 plus 6.000 macht 14.000. Unsere Forderungen verringern sich um die 6.000, 11.000, Entschuldigung, 11.000 minus 6.000 macht 5.000 Euro. Und an unseren Schulden hat sich nichts verändert. Also auch wieder minus 5.000 heißt 14 plus 5 minus 5 macht 14.000 Euro weiterhin. Schauen wir uns das nächste Beispiel an. Also die Brauerei weist die Bezahlung der Gehälter in Höhe von 4.000 Euro bei der eigenen Bank an. Das heißt, wir müssen natürlich unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bezahlen. Und was bedeutet das jetzt konkret? Der Buchungssatz wäre jetzt Gehälter an Verbindlichkeiten oder Personalaufwand an Verbindlichkeiten. Aber was passiert beim Zahlungsmittelbestand? Wir haben jetzt hier diese 14.000 Euro. Wir haben die 5.000 Euro, weil wir jetzt hier die Forderungen entsprechend nicht verändert haben. Und wir haben hier jetzt die 9.000 Euro, weil wir hier unsere 4.000 Euro zusätzlichen Verbindlichkeiten haben, weil das Ganze entsprechend noch nicht überwiesen ist, sondern eben hier die reine Anweisung der Bezahlung der Gehälter erfolgt ist. Das heißt also, wir weisen es bei der Bank an. Das heißt noch nicht, dass es auf dem Konto beim Kunden oder Entschuldigung, beim Mitarbeiter angekommen ist und deswegen steigen hier erstmal die Verbindlichkeiten, die würden sich wiederum abbauen, wenn wir dann auch tatsächlich das Geld vom Konto abgeflossen ist. Deswegen hier weiterhin 14.000 plus 5 minus 9 macht 10. So, jetzt normalerweise in der normalen Vorlesung, ja, würde ich jetzt hier ganz konkret mal fragen, wir haben ja jetzt hier diese Unterscheidung zwischen den 11.000 hier am Anfang und jetzt haben wir 10.000 am Ende und ich stelle dann immer die Frage, woran liegt denn das? Ja, weil wir sehen ja hier zwischendurch immer Sachen, wie hier bei den 14.000, da hatten wir 14.000, da haben wir 14.000. Das heißt, hier haben wir ja immer irgendwie was dann getauscht oder sowas. Ne? Wir sind einmal von 11.000 über 3.000 auf 14.000 hoch sozusagen. Und dann sind wir bei 14 geblieben, sind wir bei 14 geblieben und jetzt sind wir wieder bei 10. Und einige können das meistens dann schon erläutern oder erahnen es zumindest schon. Hier haben wir immer irgendwo Zahlungsmittel getauscht. Das sieht man sehr schön. Ne? Also die Verbindlichkeiten nehmen ab, hier in dem Fall. Und die Bank nimmt halt ab, dann tauschen wir ja nur. Und deswegen bleibt die Summe gleich. Aber es hat im Kern auch ganz konkret wieder was mit der Kombination von Produktionsfaktoren zu tun. Denn wir sehen hier oben bei den 3.000 Euro, die sind uns quasi dazugeflossen, weil wir einfach nur eine Erhöhung der Forderungen hatten und die anderen beiden Positionen nicht verändert haben. Und auf der anderen Seite haben wir unten einfach 4.000 Euro Verbindlichkeiten für die Gehälter dazu bekommen. Deswegen steigt hier der Betrag auf 9.000 und deswegen haben wir in Summe am Ende 1.000 Euro weniger Geldvermögen. Entschuldigung. Das liegt daran, weil wir hier einmal 3.000 Euro erzielt haben mit unserer Produktion. Und hier haben wir aber 4.000 investiert, nämlich in die Investitionen oder in die Bezahlung der Gehälter. Damit hat es zu tun und daran liegt das auch ganz konkret. Wir werden das aber in dem Teil externes Rechnungswesen dann im ganz genauen uns nochmal anschauen. Insofern hier nur zur Info, woran das liegt, das kann man normalerweise immer ganz gut mit Ihnen diskutieren. Und wie gesagt, die einfache Erklärung ist natürlich immer, wenn das die Formel ist, ja, ist alles, was außerhalb der Formel ist und irgendwie hier was tangiert, führt zu einer Veränderung des Geldvermögens. Wenn ich hier natürlich nur tausche, dann bleibt das Geldvermögen logischerweise gleich. Okay, kommen wir mal zum ganz konkreten Fall, zur Flasche Bier in der Produktion. Was kostet die jetzt eigentlich? Da wollen wir ja wirklich auch hin. Und nehmen wir natürlich aus aktuellem Anlass auch gleich die richtige Marke hier bei unserem guten alten Corona. Und was haben wir so für Produktionsfaktoren in diesem Fall? Na, ich glaube, wir sind uns einfach, wir haben die Flasche, also diese physische Flasche aus Glas typischerweise. Klar,
gibt auch Dosenbier, aber hier haben wir diese physische Flasche aus Glas. Wir haben natürlich das Etikett, wenn man es hier so schön erkennen kann, unser Corona-Etikett, was da draufklebt. Das ist natürlich auch, das muss irgendjemand liefern, draufkleben, wie auch immer. Vielleicht kleben wir es auch selber drauf. Und wir haben natürlich das Wasser, was einen großen Teil des Bieres natürlich auch ausmacht. Und wir haben hier mindestens mal Hefe. Wenn wir nach dem deutschen Reinheitsgebot ja, brauen, dann ist das auf jeden Fall damit drin. Und wir haben natürlich auch Personalkosten. Sie sehen hier dieses kleine Bild, wie der Brauer das hier so zusammenkippt. Wir könnten jetzt natürlich noch ganz viele weitere Produktionsfaktoren hier einrechnen. Wir lassen das jetzt einfach mal dabei, um das Beispiel nicht zu komplex werden zu lassen. So, jetzt gucken wir uns mal Folgendes an. Wir gehen jetzt mal einfach davon aus, wir haben jetzt Kosten pro Flasche. Wir haben 200 Geldeinheiten Wasser, 10 Geldeinheiten Hefe, 10 Geldeinheiten die Flasche selbst, das Etikett und dann das Personal. Wenn wir das alles zusammenrechnen, sind wir bei 630 Geldeinheiten. Und wenn wir dann eine Produktion von 3000 Flaschen haben und das Ganze dividieren, kommen wir bei 0,21 Geldeinheiten pro Flasche raus. Und das ist dann logischerweise der Kostensatz erstmal nur. Alle Ressourcen, die da reingeflossen sind, vorhin habe ich schon gesagt, internes Rechnungswesen. Kosten war da die Definition oder der Begriff. Dann haben wir 3000 Flaschen dividiert durch die 630 Geldeinheiten, macht eben 0,21 Geldeinheiten. Wenn wir jetzt es einfach machen und sagen, wir verkaufen die Flaschen für eine Geldeinheit, dann kommt da raus logischerweise 3000 Geldeinheiten Umsatz. Und dementsprechend können Sie dann schon erahnen, wenn wir jetzt eine Geldeinheit minus 0,21 rechnen, dann landen wir bei 0,79 Geldeinheiten, die wir in irgendeiner Form verdient haben. Ja, genau. Also so ist eigentlich dann der weitere Schritt auch hinsichtlich der Kalkulation des einzelnen Produktes. Das kann man sich relativ gut vorstellen, glaube ich. Das hier machen wir alles, was Sie hier sehen, dann wieder im internen Rechnungswesen. Und so kommen wir dann auch ganz konkret eben zu dem einzelnen Produktpreis. Okay, das soll es für den zweiten Teil Rechnungswesen erstmal gewesen sein. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und bis dahin. Ciao, ciao.